Ja, Julius, es geht so langsam aber sicher in Saisonendspurt. Ja, freut man sich so auf diese entscheidenden Wochen jetzt und kribbelt es da ein bisschen mehr als vielleicht so am, keine Ahnung, 14. Spieltag? Naja, also die Anspannung ist eigentlich immer relativ groß. Natürlich wissen wir, dass wir jetzt sehr wichtige Spiele vor uns haben, aber trotzdem denke ich, dass wir ja, mit einem positiven Gefühl da rangehen können. Wie seid ihr jetzt als Mannschaft mit der 0-1-Niederlage gegen Osnabrück umgegangen? Ihr hattet zuvor 8 Spiele lang dieses Gefühl nicht mehr gekannt zu verlieren. Ja, wie seid ihr damit umgegangen? Ja, auf jeden Fall war die Enttäuschung erstmal groß, weil wir nach dem Spiel auch gemerkt haben, dass wir nicht das umgesetzt haben, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und ja, war trotzdem, wäre sogar noch ein Punkt drin gewesen. Sollte leider nicht sein. Jetzt müssen wir das Spiel abhaken und Richtung Groß-Asbach schauen. Ja, Groß-Asbach hat jetzt auch gewonnen am Montag. Dadurch seid ihr wieder unter den Strich gerutscht. Die haben die drittstärkste Defensive der Liga. Wie wollt ihr diesen Abwehrriegel der SG knacken? Da wird uns der Trainer, denke ich, jetzt noch heute oder die Tage noch ein bisschen darauf einstellen. Aber ja, bei uns ist auch erstmal die Prämisse, dass wir hinten gut stehen, dass wir die Null halten. Und ja, normal machen wir vorne eigentlich immer ein Ding. Gegen Osnabrück sollte es nicht sein, aber 2 Spiele ohne Tor, denke ich, wird es bei uns nicht geben oder hoffentlich nicht geben. Das hoffen wir auch. Groß-Asbach hat jetzt seit Februar, glaube ich, auswärts nicht mehr gewonnen. Das war aber der letzte Sieg auswärts, war beim VfL Osnabrück. Ist das auch so ein Fingerzeig, dass man die auf keinen Fall unterschätzen darf? Nein, also allgemein in der Liga darf man keinen unterschätzen. Wir sind alle echt dicht beieinander und ja, da gibt es manchmal nur so Kleinigkeiten, die das Spiel entscheiden. Und auf jeden Fall werden wir auch auf Groß-Asbach gewappnet sein und hoffentlich eine Top-Leistung abrufen. Einer, der nicht mitmachen kann, ist euer Captain. Der hat in Osnabrück seine 5. Gelbe gesehen, der Fürsti. Ja, wie sehr fehlt er dann auch in so einem Spiel? Ja, natürlich, also ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Trotzdem glaube ich, dass wir einen breiten und guten Kader haben und ich denke auch, dass wir den Ausfall kompensieren können. Natürlich ist er wirklich wichtig für uns. Ich denke aber trotzdem, dass wir da auch gute Jungs noch in der zweiten Reihe haben. Du bist seit deiner Rückkehr hier im Winter meistens von der Bank gekommen, so die Joker-Rolle inne gehabt, bis auf das Spiel gegen Wien Wiesbaden, wo du angefangen hast. Wie gehst du so damit um? Wie ist das für dich als Spieler? Natürlich hatte ich mir am Anfang ein bisschen was anderes erhofft, aber ja, so ist die Situation nun mal und ich versuche das Beste daraus zu machen. Du bist ja, seit Anfang des Jahres wieder zurück in der Heimat. Wie ist das überhaupt, wieder hier in der Geburtsstadt zu sein und wieder für den Heimatverein zu kicken? Ja, schön, auf jeden Fall. Also zurzeit wohne ich noch bei meiner Familie und ja, meine Kumpels sind hier, meine Freunde sind hier und ja, mir geht's gut dabei. Also ist auf jeden Fall was anderes, wenn man die ganzen Jungs um sich hat und ja, freut mich. Ja, du hast zwischenzeitlich Stationen Magdeburg und Paderborn durchlaufen, hast da gespielt und bist auf Torejagd gegangen. Was hat dich das oder inwiefern hat dich das weitergebracht, auch persönlich und vielleicht auch sportlich? Ja, also erstmal auch der Schritt nach Magdeburg ja, war für mich eigentlich persönlich super. Wir sind aufgestiegen, wir konnten ein richtig cooles Fest mit den ganzen Fans feiern und allgemein vor den Fans zu spielen war eine Erfahrung. Ja, und Paderborn war es jetzt, auch, oder die kurze Zeit in Paderborn war trotzdem lehrreich und habe da auch viele coole Jungs kennengelernt, habe mich weiterentwickelt auf Platz und also ich sehe bisher alles relativ positiv. Super, vielen Dank.